Heute für euch die Herkunft von Hermines Kater Krummbein erklärt. Wer ist er wirklich? Das und mehr jetzt in diesem Video. In diesem Video geht es um Hermines schlauen Kater Krummbein. Der Kater ist eines der Tiere, die mich am meisten verblüffen, wenn ich Der Gefangene von Azkaban lese und schaue. Er wurde von Sirius Black wie folgt beschrieben: Er ist der intelligenteste seiner Art, den ich kenne. Krummbein war der einzige Freund von Sirius Black, als er aus Azkaban kam, und er half ihm mehrmals bei dem Versuch, Peter Pettigrew zu fangen und auch zu töten. In diesem Video werden wir also über Krummbein sprechen und darüber, wie er sich mit Sirius Black angefreundet hat, warum er versucht hat, ihm zu helfen und woher er wusste, dass Krätze keine normale Ratte war. Krummbein wurde von Hermine Granger in der magischen Tierhandlung gekauft. Sie war aber ursprünglich auf der Suche nach einer Eule dorthin gegangen und nicht einem Kater. Doch Krummbein sprang vom obersten Käfig und landete direkt auf Rons Kopf. Das machte der Kater, weil er vielleicht eine Ratte auf Rons Händen gesehen hatte. Der Besitzer des Ladens teilte Hermine mit, dass er schon eine ganze Weile dort war, und Hermine nahm Krummbein mit und adoptierte ihn. Sie nahm Krummbein mit in die Hogwarts Schule für Hexerei und Zauberei. Krummbein verbrachte sein erstes Jahr in Hogwarts leider damit, von Gryffindor-Schülern getreten, angeschrien und immer wieder bespuckt zu werden. Doch die geheimnisvolle Geschichte beginnt erst richtig, als Krummbein Sirius Black in seiner Animagus-Form begegnet. Er fasste sofort Vertrauen zu Sirius und traf sich mehrere Male mit ihm auf dem Gelände von Hogwarts. Die Freundschaft zwischen Krummbein und Sirius brauchte lang, um sich zu entwickeln, da Krummbein Sirius nicht von Anfang an völlig vertraute. Schließlich fand Krummbein ausgerechnet in dem entflohenen Sträfling Sirius Black einen Verbündeten, der sich als Tatze verkleidete und endlich jemanden hatte, der ihn verstand. Aber wie konnte Sirius Black sich überhaupt mit Krummbein anfreunden? Nun, laut Pottermore ist Krummbein ein Kniesel. Der Kniesel ist intelligent, unabhängig und gelegentlich aggressiv, aber wenn er sich mit einer Hexe oder einem Zauberer anfreundet, ist er ein ausgezeichnetes Haustier. Der Kniesel hat die unheimliche, genau zutreffende Fähigkeit, unehrliche oder verdächtige Gestalten aufzuspüren. Man kann sich ebenfalls darauf verlassen, dass er seinen Besitzer sicher nach Hause führt, wenn dieser sich verirrt hat. Hinzu kommt, dass Krummbein klug genug war, um die Zusammenhänge zu erkennen, dass Sirius von Anfang an kein Tier, sondern ein Zauberer war. Dies verriet ihm sein magischer und Knieselinstinkt. Im Buch steht ebenfalls, dass Sirius und Krummbein sehr gut kommunizieren konnten. Sirius sagte, schließlich gelang es mir, ihm mitzuteilen, was ich wollte, und er hat mir geholfen. Ich weiß zwar nicht, wie genau sie kommuniziert haben, aber es ist ziemlich offensichtlich, dass sie es konnten, und zwar ziemlich detailliert. Im Laufe des Jahres trug Krummbein tatsächlich zur Enttarnung von Peter Pettigrew bei. Krummbein griff Peter in seiner Animagus-Form Krätze an, sodass er sich ziemlich oft verstecken musste. Krummbein versuchte sogar, sich in den Schlafsaal der Gryffindor-Jungen zu schleichen, um ihn zu suchen. Und das war bei weitem noch nicht alles. Krummbein stahl einmal die Passwörter zum Gryffindor-Turm von Neville Longbottom, um Sirius Black dabei zu helfen, ins Schloss zu gelangen, um Peter Pettigrew aufzuspüren und zu töten. Krummbein half Sirius auch dabei, Harry, Ron und Hermine in die heulende Hütte zu locken. Er versuchte sogar, sowohl Harrys Zauberstab zu stehlen, als auch ihn anzugreifen, um ihn zu schützen. Also vertraute Krummbein Sirius und half ihm, seine Aufgabe zu beenden, aber woher wusste Krummbein, dass Krätze nichts Gutes im Schilde führte? Nun, wie ich bereits erwähnt habe, war der Kater sehr, sehr schlau. Eine Zeit lang sah es wirklich so aus, als würde Krummbein einfach seiner Rolle als Kater nachgehen, indem er Krätze fressen wollte. Aber Krummbein tat dies nur aus einem bestimmten Grund, und zwar, weil er herausgefunden hatte, dass Krätze nicht das war, was er zu sein schien, und zwar lange vor allen anderen. Krummbein wusste immer, wenn jemand etwas Böses im Schilde führte, und selbst wenn es nur etwas Kleines war, wie bei den Hausaufgaben zu schummeln. Es gibt eine gute Theorie, die ich irgendwo im Netz gefunden habe, die wahrscheinlich Krummbeins wahre Ursprünge definiert. Die Theorie besagt, dass Krummbein in der magischen Tierhandlung gelandet ist, weil seine ursprünglichen Besitzer nicht mehr da waren, um sich um ihn zu kümmern. In Harry Potter und die Heiligtümer des Todes, als Harry, Ron und Hermine nach Grimmauld Place reisten, liest Harry einen Brief, den seine Mutter Lily an Sirius Black geschrieben hat. Sie dankt Sirius für den Besenstiel, den er Harry geschenkt hat, und sie erwähnt auch die Existenz ihres Katers. Harry fragt sich, ob der Kater den Angriff von Lord Voldemort überlebt hat und woanders hingegangen ist. Es wird angenommen, dass der Kater, nachdem Voldemort James und Lily getötet hatte, davonlief und schließlich in der magischen Tierhandlung landete.
Krummbein könnte also derselbe Kater sein, den die Potters besaßen. Außerdem wurde Krummbein so bezeichnet, als sei er eine ganze Weile in der magischen Tierhandlung gewesen. 12 Jahre sind eine ganz lange Zeit. Weitere Beweise für diese Theorie liefert Krummbein durch seine Interaktion mit Krätze. Krätze war technisch gesehen Peter und er war der Freund der Potters, jedenfalls am Anfang. Krummbein könnte ihn mindestens einmal in ihrem Haus gesehen haben. Krummbein griff Krätze ständig an oder jagte ihn, wann immer er in der Nähe war, weil er wusste, dass mit ihm etwas nicht stimmte. Und ja, Peter war derjenige, der die Potters an Voldemort verraten hat. Und so macht Krummbeins Verhalten auch nur Sinn. Schließlich traf der Kater auf Sirius Black und versuchte ihm zu helfen. Und wieder erkannte Krummbein die Tatsache, dass Sirius Black den Potters sehr nahe stand und manchmal zu ihrem Haus ging, um mit dem Kater zu spielen. Krummbein mochte auch Harry und saß oft auf seinem Schoß, wenn er im Schlafsaal faulenzte. Das könnte daran liegen, dass der Kater sich an Harry erinnerte, als er noch ein Baby war. Wenn er der Kater der Familie Potter war, hätte er den Mord an James und Lily eigentlich miterleben müssen. Er könnte sogar Peters Verwicklung in den Mord gespürt haben, weshalb der Kater seine Jagd auf Peter Pettigrew nie aufgegeben hat. J.K. Rowling hat sich zwar nie zu dieser Theorie über Krummbein geäußert, aber das bedeutet definitiv nicht, dass sie nicht im Bereich des Möglichen liegt. Und was hältst du von dieser Theorie? Schreib es mir gerne in die Kommentare. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen und wenn es das hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben und ein Abo freuen. Wenn du Fragen oder Anmerkungen zu dem Video oder anderen Harry Potter Themen hast, schreib sie mir doch gerne auch in die Kommentare. Bis dahin, bis zum nächsten Mal bei Harry Potter Wissen.